Imagine how it'll be done. Seht ihr heute noch was? Weiß schon, dass du nur einen Treter hast, oder? Ja, Mann. Das ist mir bekannt. Genauso wie der Fakt, dass ich keine Bude habe. Ach komm. Jetzt stell dich mal wegen der paar Absagen nicht so an. Du weißt selbst, dass ich nicht der Erste bin, der eine Wohnung sucht. Wenn ich mich einfach mal konzentrieren könnte, ey. Ja, wenn ich hier morgens ankomme, ist alles cool. Kriegst ein Käffchen, gehst mal aufs Scheißhaus, ja, futterst was. Da ist der normale Ablauf wieder draußen. Draußen ist ganz komisch. Allein in der fremden Stadt und alles, was wie zu Hause ist, ein Kippen und das Internet. Es ist, als würde mir einer sagen wollen, sei vernünftig und dann kriegst du wieder alles, was du hattest. Vernünftig? Ich habe eine Frau, die ich hatte, und eine Frau, die ich will, in der Stadt, in der ich nicht bin. Und ich hatte ein Studium und eine Wohnung, die ich nicht kriege, in der Stadt, in der ich bin. Ja, ist ja schon insofern bekloppt, als dass ich auf jeden Fall eine Bude hier haben will, ja? Weil ich eine Wohnung brauche, damit ich hier studieren kann, damit ich hier arbeiten kann und damit ich mir irgendwie mein Leben aufbaue. Aber es war eben auch zum Teil so, dass ich mir gewünscht habe, dass die Bude abgesagt wird, nur damit ich wieder nach Hause fahren kann, um da in meinem gewohnten Umfeld zu sein. Ja? Einfach nur dieses Hin- und Hergerissene, weil hier noch keine Emotionalität ist. Kriegst einen Anruf, kriegst eine Absage für eine Wohnung, kriegst einen Termin für eine Wohnung, kriegst einen Anruf von der Frau, kriegst einen Anruf von deiner Familie, bist die ganze Zeit in diesem Netz, die ganze Zeit am Sprechen, ja, und verraffst, wo du eigentlich bist. Was ist jetzt eigentlich mit der Wohnung in der Esserstraße? Was soll mit der sein? Willst du die? Nein, Mann. Ist zu teuer. Du brauchst die Wohnung. Die ist zu teuer. Du brauchst ein Zuhause. Ich hab ein Zuhause. Du bist so langweilig, Alter. Ich nehm die. Ja, dann bin ich ja langweilig. Dann geh doch!